Tagesordnungspunkt 10 und damit den letzten Tagesordnungspunkt für heute, Einrichtung eines zeitweiligen Corona-Ausschusses. Überschrieben, Einreicher ist Gruppe von Stadträten. Die haben auch gleichzeitig einen Änderungsantrag eingebracht. Deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, das gleich zu kombinieren. Ist die Frage, wer das vorstellt. Und dann liegt mir noch ein Ersetzungsantrag der CDU vor, der ebenso eingebracht werden kann. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Herr Kanapski, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass wir uns im letzten Tagesordnungspunkt nochmal mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen können. Wir haben, darauf bin ich heute schon mal eingegangen, in der Aktuellen Stunde die letzten Wochen und Monate sehr, sehr intensiv um das Thema Corona und alles, was damit zusammenhängt, gerungen. Und Sie werden es heute gemerkt haben, Sie merken es in den Ausschussberatungen, es gibt kaum ein Thema in den letzten Beratungen insgesamt, welches nicht in irgendeiner Art und Weise durch das Thema Corona und Folgebewältigung gekennzeichnet ist. Der Ihnen vorliegende Ursprungsantrag der vier Stadträte und auch der Kompromissvorschlag, den wir Ihnen am Sonntag haben zukommen lassen, ist ein Angebot an den Stadtrat und an die Verwaltung, ob wir im Bereich Corona-Bewältigung, Corona-Auswertung, Informationsmanagement, Kommunikation über die Pandemie, aber auch wie wir vor die Welle kommen, mehr gemeinsam agieren wollen oder nicht. Ich bin, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, inzwischen auch sehr, sehr entspannt, was das Abstimmungsverhältnis angeht, weil ich glaube, dass wir in diesem Rahmen hier alles getan haben, was zumindest aus der Sicht der vier Initiatoren gerade eben richtig wäre. Das muss ja hier im Rat nicht geteilt werden, aber ich glaube schon, dass es das Informationsbedürfnis aus den Reihen des Stadtrates, genauso wie einzelner Stadträtinnen und Stadträte gibt und auch den Wunsch, sich über die Pandemie stärker auszutauschen. Und auch darüber zu reden, wie wollen wir denn aus dieser Situation rauskommen? Wie wollen wir denn die Folgen von Corona bewältigen? Gerade die Frau Walter ist heute, finde ich, in einer guten Art und Weise genau auf diese Themen, auf dieses Thema eingegangen. Die Frage, wie wollen wir künftig mit den Folgen dieser Pandemie umgehen als Kommune? Und der Gedanke, der sowohl hinter dem zeitweiligen Corona-Ausschuss wie auch dem Kompromissantrag als Angebot nochmal an alle hier im Stadtrat vorhanden ist, ist der Punkt, dass wir miteinander kommunizieren können müssen und das gebündelt mit allen Informationen, die zu diesem Zeitpunkt vorliegen und in den Austausch miteinander kommen. Ein wesentlicher Punkt, den wir in beiden Anträgen mit drin hatten, war auch die Frage, wie binden wir die Öffentlichkeit an der Stelle ein. Ich nehme seitens der Stadtverwaltung inzwischen ein größeres Entgegenkommen als noch in der Zeit, dass wir das erste Mal darüber diskutiert haben, war. Ich will, auch das ist heute schon mehrfach genannt worden, aber ich möchte das auch tun, sehr, sehr positiv war, dass der Oberbürgermeister jetzt den Tagesbrief schreibt. Ich glaube, das ist für uns alle, die sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen wollen, eine gute Grundlage, um mit dem Thema Pandemie tagesaktuell arbeiten zu können. Das finde ich richtig. Ich finde es auch richtig, dass es im Gesundheitsausschuss eigentlich de facto immer schon den Top gibt, in dem über die Pandemie gesprochen wird. Die Frage ist, reden wir nur über die aktuelle Situation oder reden wir auch gebündelt über das, was wir eigentlich gemeinschaftlich vorhaben und diskutieren wir das? Und ich möchte einen Punkt vorwegnehmen, der in der Diskussion bestimmt kommt. Lese ja manchmal auch Social Media, lieber Kollege Maloney, selbstverständlich. Egal, ob das eine Stadtrats-AG ist oder ein zeitweiliger Ausschuss, oder ein aufgewerteter Gesundheitsausschuss. Die alle werden nichts daran ändern, was an Regelungen von Bundesebene oder von Landesebene kommt. Aber das ist auch überhaupt nicht die Intention der Anspruch gewesen. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn sowohl der Antrag zum zeitweiligen Ausschuss wie auch das Kompromissangebot mal gelesen worden wären. Schauen Sie doch mal rein, was die Intention ist. Schauen Sie doch mal rein, was die Intention ist. Und lassen Sie uns darüber diskutieren. Momentan bin ich in Elternzeit, Herr Zastrow. Und momentan, Herr Zastrow, ruhig, 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 Sie haben doch noch die Fraktionsrunde.
Momentan arbeite ich... Ach, Herr Genschmauer, wovon leben Sie? Momentan bin ich in Elternzeit, lieber Kollege Zastrow. Und nein, lieber Kollege Maloney, ich arbeite schon seit fast 2 Jahren nicht mehr bei Petra Köpping. Insofern bringen Sie sich da mal auf den Stand. Bei Xing, Facebook und Co. ist es alles zu lesen. Ich finde diese Debatte, wer wo arbeitet, wirklich albern an der Stelle, weil das, was gerade eben passiert, ist... Das, was doch gerade eben passiert ist, dass Sie versuchen, Teilen des Rates abzusprechen, dass es ein ernstes Anliegen ist. Und das finde ich ungemein schade, weil wir hätten die Möglichkeit gehabt, darüber in einer anderen Art und Weise zu diskutieren. Ich habe von den meisten Fraktionen... keine Rückmeldung bekommen auf den Kompromissvorschlag. Ich bin der CDU, das möchte ich hier noch sagen, 30 Sekunden dürfte ich ja wahrscheinlich noch haben nach den Einwürfen. Ich bin der CDU dankbar, dass Sie an der Frage mitgedacht haben, will ich ganz offen an der Stelle formulieren, dass Sie gesagt haben, die Variante Gesundheitsausschuss könnte eine sein, auf die wir uns auch einlassen. Ich finde das auch gut, dass es den Ersetzungsantrag gibt Ihrerseits. Wir haben ihn noch ein bisschen optioniert, weil es uns einfach nicht weit genug geht. Aber ich will das ganz klar sagen, dass ich das gut finde, weil Sie in diesem Prozess die Einzigen gewesen sind als Fraktion, die eine substanzielle Rückmeldung überhaupt gegeben haben zu unserem interfraktionellen Antrag. Ich muss mich noch mal zu Wort melden, das tut mir leid durch die Zwischenrufe. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier in der Situation ruhig und besonnen vielleicht doch noch die Möglichkeit für einen Kompromiss finden. Ob das jetzt die großen Rededuelle werden müssen, wie sie gerade schon intoniert wurden, weiß ich nicht genau. Die zweite Runde brauche ich wahrscheinlich noch mal. Vielen Dank. So, wer möchte den Ersetzungsantrag CDU einbringen? In der Debatte. Dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Und nachdem Herr Kenneth sich eingebracht hat, würde jetzt die FDP beginnen. Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Antrag ist hoffentlich der letzte Akt, ich hoffe es wirklich inständig, eines riesengroßen aufgeführten Dramas. Und die Hauptdarsteller von diesem Polittheater spielen nämlich ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Was hier nämlich gemacht wurde, und das kann der Hauptprotagonist hier negieren, wie er will, seine Hauptintention ist, und das liest man in der Begründung und das liest man auch in gewissen Statements der Presse, ist, den Bürgerinnen und Bürgern zu suggerieren, mit einem Vorschlag von einer öffentlichen Beteiligung in einer AG Corona irgendwie direkt mit den Entscheidungsträgern zu sprechen und Einfluss auf Verwaltungsakte nehmen zu können. Das entspricht nicht der Realität. Damit werden Erwartungshalten geschafft, die kommunal nicht erfüllbar sind. Das wird nachhaltig auch die Frustration steigern. Und was dabei ganz besonders schauspielhaftes Talent erfordert, ist, die Dresdner Verwaltung wird für mehr Bürgerbeteiligung und Bürgerkommunikation verdonnert. Was sie im Übrigen, zumindest im Sinne der Kommunikation, sehr gut macht. Während Ihre Parteifreunde auf der Landesebene mit der zuständigen SPD-Ministerin das Krisenmanagement selbst gestaltet, dort gibt es keinerlei Anstalten, irgendeine Form von direkter Beteiligung zu gestalten. Dort gibt es null Informationsfluss. Dort gibt es jeden Woche Freitag oder alle 2 Wochen Freitag irgendeinen Beschluss. Und das hat die Kommune bis Montag umzusetzen. Das passiert dort. Und wo bleibt denn die Initiative dort auf Landesebene, wo sie eigentlich hingehört? Das frage ich mich. Wo ist das Beteiligungsgremium für Bürger auf Landesebene, liebe SPD-Räte? Und der Antrag ist, ich rege mich da wirklich drüber auf, der Antrag ist wirklich Politikerstellerei. Im Umfeld der Corona-Pandemie suchen einige wenige eine Bühne, auf der man sie mal kommunal wahrnehmen kann. Wir haben in Dresden keine Sendung mit Markus Lanz und ich glaube, mit Fliege wird das auch blöde werden. Dass manche Mitglieder des Stadtrats sehen, wie viel Aufmerksamkeit die Pandemie in der Öffentlichkeit bekommt und sich fragen, wie sie selbst etwas davon abstauben können, das haben wir ja im letzten Jahr gemerkt. Da ging es erstmal um das Thema Lenkungsgruppe. Der neue Antrag, der als hieß, der Lenkungsgruppe geht nicht so einfach, war dann Ausschuss. Ausschuss war eine gute Bezeichnung für den Antrag damals. Dr. Lames hat das ja in seiner Stellungnahme sehr gut eingeordnet, was der Antrag kann, der Ausschuss könnte und was er nicht könnte. Bringt man also nochmal schnell einen neuen Änderungsantrag ein, weil irgendwie muss es ja weitergehen, irgendwie braucht man ja weiter die Bühne. Ne?
Und widmen wir uns mal dieser neuen Mutation der Ursprungsidee. Beschlusspunkt 1 ist harmlos, weil im Gesundheitsausschuss, wie übrigens auch im Ältestenrat, gibt es regelmäßig Informationen zum Thema Corona, zum Thema Verfügung der Stadt und so weiter. Also mein Fraktionsvorsitzender und mein Fraktionskollege im jeweiligen Ausschuss berichten mir täglich darüber. Sie sollten Ihrer Fraktionskollegin vielleicht mal sagen, dass sie im selbigen Ausschuss bis zum Schluss anwesend sein sollte. Da bekommt sie auch ein bisschen mehr mit. Beschlusspunkt 2 und 3 lehnen wir kategorisch ab. Neben Aufblähen und Verzögerung von Verwaltungsvorlagen, ich stelle mir gerade vor, warum hätte der Mietenfonds oder warum hätte die Soforthilfe für Soloselbstständige durch den Gesundheitsausschuss gehen sollen? Mit welcher Begründung? Warum? Macht gar keinen Sinn. Sie verzögern damit Verwaltungsvorgänge und in der Corona-Pandemie, wo Sie alle gesagt haben, wir wollen dort schnell agieren. Ich habe irgendwas gehört, das ist die Zeit der Exekutive. Da wollen wir zusätzlich Verwaltungsgänge verlängern und verzögern. In Ausschüssen, die sowieso ihre Themen bis jetzt schon nicht alle schaffen. Was übrig bleibt, ist diese Corona-AG, die soll Ressourcen binden, Dresdner eine Kaffeerunde mit Stadträten bescheren, die kann keine Beschlüsse fassen, die kann Themen besprechen, für die andere Stellen bereits zuständig sind. Ich stelle mir das auch ganz interessant vor, 2000 Dresdner, als kleiner Bruchteil, den das interessiert, die auf ihr Polizeiarter reinfallen, die sich dann mit 16 Stadträten über Corona unterhalten. Unter Leitung von Herrn Kaniewski, flankiert von Herrn Aschenbach und Herrn Lichti, mit Kommentaren von der AfD. Was für eine illustre Runde, hilft uns unheimlich weiter, trägt zur Akzeptanz der Bevölkerung bei. Klasse Idee. Und abgesehen davon muss man sagen, dass die Informationen über Verwaltungshandeln und Verwaltungshandeln sind die Maßnahmen, von denen wir hier reden, nicht die Aufgabe des Stadtrats ist. Das machen wir auch in keinem anderen Bereich. Und was ich mir zum Thema Transparenz wünsche, spreche ich nochmal an, sicherlich ist der Arbeitgeber nicht das Ministerium, aber ich glaube, der Hauptprotagonist dieser ganzen Sache ist ja immer noch Mitarbeiter in einem Ministerium, in der Landesregierung und hat seinen Job im Prinzip durch seine SPD-Mitgliedschaft bekommen. Und vom heute Morgen, und da bin ich, und heute Morgen war ich richtig sauer, da las ich in der Sächsischen Zeitung, einen sehr interessanten Artikel zum geplanten Gesundheitsnotstandsgesetz. Dazu gab es Anfragen seitens der Sächsischen Zeitung an die entsprechenden Ministerien und das SPD-geführte Ministerium für Gesundheit und Soziales, ich zitiere, da es sich um ein noch nicht innerhalb der Staatsregierung abgeschlossenes Verfahren handele, würden Inhalte nicht kommentiert. Ganz ehrlich, Land und Bund entscheiden aktuell über die wesentliche Entwicklung der Pandemie, verweigern klarste Transparenz, lassen keinerlei Bevölkerungsbeteiligung zu und zeigen gravierende Schwachstellen im Krisenmanagement. Dort ansetzen, bei den eigenen Leuten und nicht hier in einem ehrenamtlichen Gremium, was sich eigentlich darauf konzentrieren sollte, was ist kommunale Pflicht und was ist Kür. Vielen Dank. Freie Wähler, wird das Wort gewünscht, Herr Genschmer, bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ganz kurz Erklärung, wie wir uns bei diesem Antrag abstimmen werden. Wir werden den Ergänzungsantrag der CDU folgen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, weil ja hier so wieder von den Antragstellern formuliert wurde, dass wir mal wieder einen Ausschuss brauchen, der dann natürlich auch wieder entschädigt wird. Es wird erzählt, dass die Verwaltung und Stadträte nie ordentlich informiert. Ich hatte vorhin bei der Aktuellen Stunde einige kritische Worte auch an den Oberbürgermeister, an die Verwaltung gerichtet, aber gleichzeitig muss ich hier die Möglichkeit auch mal nutzen, dass wir als Stadträte, wie es schon gerade angesprochen wurde, über den Ältestenrat, wir sitzen seit gefühlt, glaube ich, einem Dreivierteljahr wöchentlich zusammen zu dem Thema Corona auch in dem Gesundheitsausschuss sehr intensiv darüber informieren werden. Ich glaube, am letzten Mittwoch haben wir zu dem Thema Corona dank der Grünen 2 Stunden geredet, trotz Corona, trotz kurzer Ausschusssitzung. Dort haben dann die Grünen erzählt, sie werden nicht informiert. Vielleicht müssen sie dann auch mit ihrer Fraktionsvorsitzenden ab und zu mal kommunizieren. Die ist auch diejenige, die im Ältestenrat sehr intensiv fragt. Und mein Dank gilt hier ganz speziell. Ich kann Dank austeilen und genauso Kritik an den Oberbürgermeister für die Information.
an Chris Kaufmann als Gesundheitsbürgermeisterin und vor allen Dingen eben auch an das Gesundheitsamt, das uns dort Rede und Antwort stellt in den schweren Zeiten. Ich glaube, dass in den schweren Zeiten es nötig ist, Kritik zu üben, wo sie nötig ist, aber auch mal Dank zu sagen. Es ist alles nie einfach, das habe ich vorhin versucht, auch in der Aktuellen Stunde darüber zu machen, also einen neuen Ausschuss zu machen, der dann, wir merken gerade, die Landesregierung macht jede Woche was anderes, dann sagen wir, rufen wir in der Landesregierung an, ihr könnt das jetzt noch nie beschließen, der nächste Ausschuss tagt erst in 14 Tagen. Also wie gesagt, total holt dieser Entschluss. Wir werden den Ersetzungsantrag der Union mitgehen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion ist Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe. Herr Dr. Dippold. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Stream. Jetzt kommen wir mal wieder so ein bisschen auf den Teppich zurück und ich werde jetzt versuchen zu begründen, warum wir einen Corona-Ausschuss oder ein vergleichbares Gremium brauchen. Seit einem Jahr befindet sich dieses Land in der schwersten Krise seit der Wiedervereinigung und Herr Oberbürgermeister hat es vorhin sogar als Katastrophe bezeichnet. Auch in Dresden sind pandemiebedingt auf die Menschen schwerste Belastungen, Einschränkungen, für manche sogar schlimmes Leid zugekommen. Wir erleben gravierende Auswirkungen für Gesundheit, Familie, Bildung, Arbeit, Wirtschaft, sozial Benachteiligte, für Kultur, Kunst und Freizeit. Immer neue Verordnungen und Erlasse bestimmen das Leben. Diese Verordnungen und Erlasse sind notwendig, keine Frage. Und solche Krisen sind die Stunde der Exekutive. Auch das ist keine Frage. Und dazu sind Verordnungen und Erlasse notwendig. Und die Dresdner Stadtverwaltung hat diese Verordnungen, die ja meistens vom Land kommen, zu exekutieren. Aber das Verwaltungshandeln ist in dieser Krise nicht nur eine einfache und alternativlose Exekution von Verordnungen. Beim Wie des Exekutierens gibt es viele Ermessensspielräume. Und außerdem werden zahlreiche Entscheidungen von der Verwaltung getroffen, die auch gar nicht irgendwelche Verordnungen exekutieren, sondern die sich mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen. Solch umfangreiches und eben auch lang andauerndes, seit einem Jahr Verwaltungshandeln bedarf der demokratischen Kontrolle. Und diese Kontrolle erfolgt gegenwärtig vor allen Dingen durch Ausschussinformationen, die in nicht öffentlicher Sitzung stattfinden, in nicht öffentlicher Sitzung. Und dieses passiert auch nur alle 3 bis 5 Wochen, weil das ist der Turnus unserer Ausschüsse. Und ein solcher Turnus bedeutet viel zu lange Abstände, um die raschen Veränderungen, die sich eben auch in der Corona-Pandemie ergeben und in den Erfordernissen und eben auch im Verwaltungshandeln ergeben, viel zu lange Abstände sind das, um da noch mitzukommen und da Verwaltungshandeln effektiv kontrollieren zu können. Und da helfen auch die Briefe von Herrn Toastmann nichts. Das sind Informationen, aber da kann man nicht nachfragen, da kann man auch nicht drauf reagieren. Es ist vieles richtig gemacht worden in diesem vergangenen Jahr und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und des Gesundheitsamtes insbesondere gebührt da auch ausdrücklicher Dank und Anerkennung. Aber es hat auch Pannen und Versäumnisse gegeben. Insbesondere nach dem Sommer ist der Verlauf der Pandemie falsch eingeschätzt worden. Und es hat Versäumnisse gegeben bei der Rekrutierung von Personal für das Gesundheitsamt, Nachrekrutierung und Schulung. Das hat alles viel zu lange gedauert. Und dadurch hat es mit der Nachverfolgung nicht mehr geklappt. Und es gibt viele Menschen, denen vielleicht eine Corona-Infektion erspart worden wäre, wenn das eben mit der Nachverfolgung nicht in dieses Chaos gelaufen wäre, was wir im September zu beobachten hatten. Und ein anderer Punkt, Frau Schanetzke hat es vorhin schon darauf hingewiesen, der Striezelmarkt. Wir haben im Oktober
ist hier im Stadtrat noch lange darüber debattiert worden, wie wir unseren Striezelmarkt hier wohl durchführen können und was wir da alles für Hygienekonzepte haben und so weiter und so fort. Da war schon lange klar, und ich kann das für mich in Anspruch nehmen, dass ich das deutlich gesagt habe, dass dieser Striezelmarkt nicht stattfinden wird. Und man hat jede Menge personelle und finanzielle Ressourcen investiert, die man an anderer Stelle wesentlich dringender gebraucht hätte. Das heißt, dass eben im Verwaltungshandel nicht alles in Ordnung war. Und wenn man nun ein solches Gremium, wie wir es vorschlagen, hat, dann setzt man sich dort zusammen. Und es gibt so etwas wie Schwarmintelligenz. Das heißt, es sind dann eben auch mehr Leute beteiligt, die eben auch vielleicht neue Ideen einbringen können. Das Verwaltungshandeln gewinnt durch kritische Nachfragen. Und die Verwaltung kann aufgrund solcher kritischen Nachfragen unter Umständen ihr Verhalten korrigieren und ihr Handeln korrigieren oder nachschärfen. Das ist der Sinn eines solchen Gremiums. Und dieses Gremium muss aber näher dran sein, als dass diese alle 3, 4, 5 Wochen tagenden Ausschüsse sind. Deshalb brauchen wir dieses Gremium. Und deshalb haben wir eben diesen Corona-Ausschuss beantragt als einen Querschnittsausschuss, der sich mit all diesen Belangen und Dingen, die in dieser Corona-Pandemie eine Rolle spielen, also nicht nur bei Gesundheit, sondern auch im Bereich von Wirtschaft, Sozialem, Kultur beschäftigen soll. Nun ist uns entgegengehalten worden, das haben Sie auch noch mal wieder getan, naja, das ist also nur eine unnötige Bürokratie und das bedeutet halt auch nur, dass neue Vergütungen ausgegeben werden und. Dieser Kritik haben wir Rechnung getragen. Deshalb schlagen wir jetzt nicht einen Ausschuss vor, wo die Ausschussmitglieder dann entsprechend Vergütungen erhalten, sondern wir schlagen eine Arbeitsgruppe vor und halten ausdrücklich fest, dass dort keine Entschädigungen anfallen sollen. Aber diese Arbeitsgruppe, die soll dann wirklich in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, da würden wir den Oberbürgermeister eben ausdrücklich darum bitten, in diese Zusammenarbeit einsteigen. Diese Arbeitsgruppe würde dann das, was wir an Kontrolle und an Information und an Transparenz auch für die Öffentlichkeit brauchen, bewerkstelligen können. Und damit werden wir wesentlich besser durch die lange noch nicht zu Ende gegangene Pandemie kommen. Und deshalb bitten wir um Ihre Zustimmung für unseren Ersetzungsantrag. Dem Antrag der CDU können wir nicht zustimmen, weil das ist marginal, was damit geschieht. Damit wird zwar die Öffentlichkeit im Gesundheitsausschuss hergestellt, aber die Kontinuität des Handelns ist damit eben nicht gegeben. Vielen Dank. Als nächste Fraktion darf ich aufrufen, die CDU-Fraktion. Frau Walde, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. In der Begründung des Änderungsantrags der Antragsteller erklären diese unter anderem, dass sie es nach wie vor für geboten halten, dass Stadtrat und die Dresdner Bevölkerung umfassend und proaktiv über das Pandemiegeschehen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen umfassend informiert werden. Ich möchte dies gern zum Anlass nehmen und mich bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister, und auch bei dem Mitarbeiterteam um Herrn Toastmann zu bedanken. Ziemlich unmittelbar nach Beginn der Pandemie am 19. März 2020 erhielten die Stadträtinnen und Stadträte den Corona-Tagesbrief Nummer 1. Mittlerweile sind wir bei Nummer 109 der regelmäßigen Information und haben damit die Gelegenheit, stets aktuell informiert zu sein. Es ist begrüßenswert, dass Sie einer Anregung unseres Fraktionsvorsitzenden Peter Krüger folgend diesen Tagesbrief nunmehr auch allen Stadtbezirks- und Ortschaftsräten zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wurde in jeder Sitzung des Ältestenrates sowie des Gesundheitsausschusses umfassend über das Pandemiegeschehen, dessen aktuelle Herausforderungen und Maßnahmen informiert und besonders im Gesundheitsausschuss mit viel Geduld und Kompetenz und trotz hoher Belastungen jede Frage der im Ausschuss vertretenen Stadträtinnen und Stadträte durch die Bürgermeisterin, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und des Städtischen Klinikums beantwortet. Auch an diese möchte ich meinen Respekt und unseren Dank übermitteln für die enorme Arbeitsleistung bis über die persönlichen Grenzen hinaus.
Auch in vielen anderen Ausschüssen ging keine Diskussion am Thema Corona vorbei. Zu den vielen Herausforderungen, vor denen wir bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie stehen, habe ich einiges in meinem Redebeitrag zur Aktuellen Stunde gesagt. Führt man sich diese gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen vor Augen, die Vielzahl der betroffenen Bereiche, so muss jedem im Raum hier eins klar sein. Wir bewältigen die Probleme nur, wenn jeder einzelne Fachausschuss, jedes einzelne Mitglied dieses Stadtrates sich zum obersten Ziel setzt, mit daran zu arbeiten, dass die negativen Folgen für das wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Leben der Menschen in unserer Stadt schnellstmöglich bewältigt werden. Mit dieser gemeinsamen Mission vor Augen erübrigt sich die Diskussion um einen zusätzlichen Ausschuss oder eine Arbeitsgruppe mit Sonderstatus. Es ist unsere aller Aufgabe, uns in den Dienst dieses Ziels zu stellen. Wir als CDU-Fraktion bekräftigen mit unserem vorliegenden Ersetzungsantrag das Anliegen der umfangreichen Information im Gesundheitsausschuss und in den Fachausschüssen und bitten um Ihre Zustimmung zu diesem. Zum Abschluss noch ein paar ganz persönliche Worte. Als beruflich im Gesundheits- und Pflegebereich Tätige, als verantwortungsvolle Führungskraft, welche täglich ihre Mitarbeiterinnen, ein Team aus hochmotivierten Fachkräften der Kranken- und Altenpflege direkt zu Patienten schickt, die den Hochrisikogruppen angehören bzw. von Infektionen betroffen sind. Als Mutter eines Auszubildenden im Bestattungswesen, deren Angehörige lange nicht zu den systemrelevanten Berufsgruppen gehörten und in den letzten Monaten enorme Leistungen auch in der psychischen Betreuung der Hinterbliebenen vollbracht haben. Und nicht zuletzt auch als Mutter eines Lehramtsstudenten, der derzeit weder Präsenzveranstaltungen der TU Dresden besuchen, noch sein für den Studienabschluss erforderliches Praktikum in einer Berufsschule für Bautechnik durchführen kann, bitte ich jeden von Ihnen eindringlich. Lassen Sie uns weniger das Haar in der Suppe suchen, lassen Sie uns weniger zeitraubende Diskussionen führen. Glauben Sie mir, die Menschen haben dieses satt und sie wollen Handlung sehen. Vertrauen wir auch ein Stück mehr auf die Verwaltung, zumindest in ihren Anstrengungen, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Auch diese hat enorme Lernerfahrungen in den letzten Monaten machen müssen. Lassen Sie uns gemeinsam Rat und Verwaltung pragmatisch und verantwortlich Lösungen suchen. Dann werden wir auch zügig zur Normalität zurückkehren. Vielen Dank. Als nächstes darf ich die AfD-Fraktion nach vorne bitten und da übernimmt Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, wir leben derzeit im Lockdown. Was bedeutet denn der Lockdown? Der Lockdown bedeutet, dass wir weniger Kontakte haben sollen. Nun, der Stadtrat würdigt dies, indem unsere Tagesordnungen deutlich reduziert werden. Wir haben heute eine Tagesordnung mit 10 Tagesordnungspunkten. Normalerweise liegen die so zwischen 20 bis 40 Tagesordnungspunkten je Stadtratssitzung. In den Ausschüssen wird reduziert, ganz stark. Es wird alles Mögliche getan, um den Kontakt zu reduzieren. Stadtbezirksbeiräte wissen das, ich selbst bin in Prolis, haben wir bereits schon 2 Absagen erhalten für den Januar und für den Februar. Man will die Kontakte reduzieren. Und in dem Moment, wenn man Kontakte reduzieren will, ist es absolut nicht nachvollziehbar, warum eine neue Gruppe von Leuten sich treffen sollen, auch wenn sie aus den Stadträten herauskommt, und den Mitarbeitern der Verwaltung, um weiterzuarbeiten. Wir hatten dies im Gesundheitsausschuss schon angesprochen, und da ging es darum, ja auch Fachwissen durch die Verwaltung einzuholen. Jetzt soll das bedeuten, dass die Mitarbeiter der Verwaltung, die eigentlich alle Hände voll zu tun haben, um mit dem Thema zurechtzukommen, sollen sich jetzt noch einmal die Woche zusätzlich die Zeit nehmen, um dieser Arbeitsgruppe zur Seite zu stehen. Das ist doch absolut nicht nachvollziehbar und geht an der Sache vorbei. Und jetzt schauen wir mal in diesen Antrag. Da haben wir unter Römisch 1, 2 und 3 Punkte zusammengefasst. Die leben wir bereits. Das haben wir eigentlich schon. Im Punkt 3 gibt es einen Ersetzungsantrag der CDU, dem wir, so ganz nebenbei bemerkt, auch folgen wollen. Im Punkt Römisch 2, das ist an der Lebenswirklichkeit vorbei, und der Punkt 3, die Arbeitsgruppe,
Nun, da fiel mir das erste, was mir eingefallen ist, war, wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Nun, ich kann für meine Fraktion sprechen oder für die Kollegen meiner Fraktion. Wir sind ja eine sehr junge Fraktion, eine sehr junge Partei. Und wir alle wissen, was Arbeiten bedeutet in der freien Wirtschaft. Und dort werden Arbeitskreise gebildet, wenn es wirklich notwendig ist, wenn es einen realen Sinn, einen Effekt gibt. Wo soll dieser Effekt sein? Wir haben es schon gehört, der Stadtrat entscheidet nichts. Wir leben mit den Dingen, die von oben, vom Land, vom Bund kommen. Wir haben keinerlei Einfluss darauf. Die Verwaltung selber sieht ja ihren Antrag auch nicht ganz unkritisch, das möchte ich hier ganz zum Besten geben. Da wird zum Beispiel die Frage gestellt, wer ist verantwortlich für den Ort und das Hygienekonzept der Veranstaltung? Es wäre wichtig, im Zeitalter des Lockdowns, in der Corona-Zeit, das zu wissen. Wird einfach mal offen gelassen. Wer übernimmt die Sitzungsvorbereitung, die Leitung etc. pp.? Auch nichts wird dazu gesagt. Und dann wird noch gefragt, soll ein Rückgriff auf Personal und Technik der Landeshauptstadt erfolgen? Ja, ist eine gute Frage. Auf jeden Fall wird das Geld kosten. Es kostet den Steuerzahler Geld. Und was bringt es den Menschen? Die Frage, haben Sie einen Effekt davon? Weil wenn wir mal heute anzutage mal die Zeitung aufschlagen, Corona, Sie machen das Radio an, Corona, Sie machen das Fernsehen an, Corona, 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 da braucht es nicht noch eine bedeutungslose Arbeitsgruppe, die keinen Effekt hat, die keinen Mehrwert hat. Und diese Zeit, die wir jetzt hier verschwenden, um uns über diese Sache zu reden, allein das ist schon schade, allein das ist schon eine Sache, die gegen die Corona, den Sinn des Corona-Lockdowns verstößt. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Herr Mattis. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Situation der Corona-Pandemie, viele haben es gesagt, erfordert ja auch, dass wir uns im Stadtrat damit beschäftigen müssen, was hat das für Konsequenzen für unsere Arbeit. Und ich würde mal da drei Dinge sehen, die da ganz zentral sind. Also die erste Konsequenz, die es haben muss, ist eigentlich, dass wir uns selber pandemiegerecht verhalten. Und da sage ich mal, finde ich auch die heutige Veranstaltung vorsichtig gesagt grenzwertig. Das eigentliche Ziel muss sein, weniger Veranstaltungen, kürzer, weniger Leute zusammenrufen. Und nun weiß ich, dass die Regelung, die da jetzt im Freistaat Sachsen eingeführt ist, zu Videomöglichkeiten äußerst restriktiv ist, äußerst unzureichend. Und da auch, sage ich jetzt mal, wohl von der Landesdirektion auch noch restriktiv ausgelegt wird. Dennoch stelle ich mir die Frage, was macht eigentlich der Oberbürgermeister von Leipzig anders als der Oberbürgermeister von Dresden, dass in Leipzig in der vergangenen Woche eine Stadtratssitzung auch als Videokonferenz stattfinden konnte, genehmigt von der gleichen Landesdirektion, während wir uns hier in einer unterkühlten Messehalle treffen. Und obwohl wir alle moderne Geräte haben, in die man völlig problemlos ein Abstimmungstool einbauen könnte, dann trotzdem hier die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, was völlig fahrlässig ist, zwischen uns hier rumrennen müssen, um die Stimmen auszuzählen. Ich halte das für extrem fahrlässig und unvernünftig. Das voran. Jetzt zu den konkreten Vorschlägen, die sich aus dem Antrag ergeben. Also die erste Aufgabe, wir müssen weniger treffen und straffer arbeiten. Das zweite ist, und das darf man aber auch nicht vernachlässigen, es gibt natürlich in der Stadtbevölkerung ein höheres Informationsbedürfnis.
Und mit Informationsbedürfnis ist jetzt nicht nur gemeint, dass etwas auf der Website der Stadtverwaltung steht oder im Radio bekannt gegeben wird, sondern dazu gehört natürlich auch, dass mal etwas näher erklärt werden muss, dass mal erläutert werden muss, warum man diese Variante wählt und nicht die andere, warum es so sein muss und dass auch Rückfragen gestellt werden können. Dieses Informationsbedürfnis wird im Moment sehr nachlässig behandelt. Das Dritte ist, und das ist dann die Frage der Stadträte. Die Stadträte werden hervorragend informiert, also die Stadträtinnen, ne, werden alle ganz hervorragend informiert. Da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Ich komme gar nicht damit nach, alles zu lesen, was es gibt. Aber in dem Fall der Stadträtinnen geht es ja nicht so sehr um die Information, sondern da geht es ja um eine andere Frage. Naturgemäß ist das, was hier stattfindet, momentan natürlich keine Angelegenheit des Stadtrates. Das wissen wir alles, das ist ein Landessachen und Dinge, die hier in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters liegen. Aber bei derart vielen Dingen, die so tief in sozusagen das Alltagsleben der Bevölkerung eintreten, ist es natürlich, dass die gewählten Vertreter der Bevölkerung auch um Rat gefragt werden, dass sie zumindest mit angehört werden, ihre Position einbezogen werden bei den Abwägungsentscheidungen, die zu treffen sind. Das ist aus meiner Sicht ein legitimes Anliegen. Und daran messe ich jetzt dem Antrag. Ich sage jetzt mal zu der Frage, öffentlich trägt er nichts bei, weil das ist eine Illusion, weil Ausschusssitzungen sind nicht öffentlich und selbst wenn sie die öffentlich machen, wenn wir nicht sofort einen Livestream mitbeschließen würden, ist das vollkommen unsinnig, weil man kann ja von niemandem ernsthaft verlangen, dass er jetzt ins Rathaus kommt. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was stattfinden soll. Was sie allerdings leisten könnten, und da fand ich den Antrag, an diesem Punkt fand ich den Antrag nicht so schlecht. Er kann genau dieses, sozusagen dieses Bedürfnis nach einer gewissen Mitsprache des Rates befriedigen und er könnte, richtig gemacht, die Zahl unserer Sitzungen reduzieren. Wenn wir nämlich tatsächlich die Corona-Information in dem Corona-Ausschuss konzentrieren würden, und eben nicht in allen anderen Ausschüssen dann nochmal drüber reden und doppelt und dreifach und immer wieder und Entschuldigung, Gesundheitsausschusssitzungen dauern jetzt schon sozusagen 6 Stunden, die sonst haben die so zwischen 2 und 3 Stunden gedauert und wenn da jetzt noch weitere Aufgaben räumen sollen, das ist überhaupt keine sinnvolle Alternative, das ist verantwortungslos. In der Sitzung sind die Ärzte aus dem Krankenhaus zum Teil anwesend, da sind die Vertreter des Gesundheitsamtes anwesend und die sollen noch länger in diesem Raum sitzen, in überlangen Sitzungen, verantwortungslos. So, und deshalb halte ich auch all diese Änderungs- und Ersetzungsanträge für völlig hilflos. Wenn der Oberbürgermeister, wenn unser Oberbürgermeister bereit wäre, auf die Probleme real einzugehen, dann hätte er uns doch in der Zeit endlich mal einen Vorschlag vorgelegt, wie man die 3 schwierigen Dinge, bessere Öffentlichkeitsarbeit, Einbeziehung des Stadtrates und Hygieneschutz in Übereinstimmung bringt. Was hat ihn denn gehindert, in der Diskussion mal einen eigenen Vorschlag einzubringen, wie wir es machen können? Er lässt uns abtropfen. Er lässt sie abtropfen. Ja, er äußert sich dann noch über Herrn Kaniewski herablassend, das finde ich ungehörig. So, und daran wird jetzt auch die untertänigste Formulierung Ihres Antrags und in der Arbeitsgruppe nichts ändern. Das ist nie durch die Gemeindeordnung gedeckt, er wird sie damit abtropfen lassen. Darum halte ich, wie gesagt, diese Ersetzungsanträge für alle sinnlos. Ich finde allerdings, dass der Ursprungsantrag akzeptabel ist. Er hat übrigens auch in beiden Ausschüssen eine Mehrheit gefunden. Beide Ausschüsse haben für den Ursprungsantrag votiert und genauso wollen wir das heute auch handhaben. Wir lehnen die Ersetzungsanträge ab oder tragen sie nicht mit und stimmen für den Ursprungsantrag. Danke. So, jetzt habe ich weitere Wortmeldungen. Frau Frohwiese, Herr Aschenbach, Frau Filosele.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ja fast zu befürchten, dass bei diesem Tagesordnungspunkt nach der Einbringung des Antrages jegliche Sachlichkeit verloren geht. Und ja, Herr Hannig, auch ich habe Kinder und ich möchte nach Hause. Und ich finde es unglaublich, was hier für persönliche Angriffe, Kollege Maloney, das ist ein Unding. Kollege Maloney, jetzt bin ich dran. Sie, ich bin dran. Sie können schreien so viel, wie Sie wollen. Jetzt bin ich dran. Sie haben vorhin den Herrn Kaniewski bei der Einbringung des Antrages nicht mal einen Satz zu Ende sprechen lassen. Dann hat das Gebrüll in Ihrer Ecke angefangen, was ich wirklich leid bin. Diese ständigen Zwischenrufe, zum Teil wird das hier in diesem Rat sogar hier vorne gesagt, dass Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, irgendwie weniger wert wären als diejenigen, die selbstständig oder sonst wo tätig sind und ob es geringfügig Beschäftigte oder sonst was ist. Niemand von diesen ist mehr oder weniger wert in der Arbeit in unserer Gesellschaft. Die sind alle gleich viel wert. Und ob jemand in einem Ministerium arbeitet und ob er dort ein Parteibuch hat oder nicht, er macht genauso viel Arbeit wie viele, viele, viele andere. Und ich finde, das ist unsäglich, wie Sie hier Menschen angreifen, wie Sie hier Menschen angreifen, Stadträtinnen und Stadträte aus diesem Kreis, ja, die in der momentanen Situation wirklich schwer zu tun haben, Kinder zu Hause unterrichten müssen, ihre Kinder eben nicht irgendwo betreut haben zu Hause, neben ihrer eigenen Arbeit zu Hause auch noch das Mittagessen machen müssen, dann hier zu den Sitzungen kommen und ja, die Sitzungen auch mal eher verlassen müssen. Es ist absolut unanständig, Menschen deshalb hier anzugreifen. Herr Maloney, es steht Ihnen frei, sich gleich auch noch mal zu Wort zu melden. Jetzt bin ich dran. Und Herr Genschmer, ich kann sehr wohl in den Spiegel schauen. Jeden Tag. Und ich möchte jetzt hier noch mal eins sagen. Also es ist ja völlig sinnlos, ganz offensichtlich in der Sache, sich mit diesem Antrag hier in dieser Runde auseinanderzusetzen. Frau Walter, Sie haben ja vorhin gesagt, dass es hier darum geht, wie wir gemeinsam aus dieser Krise kommen können. Es gab hier vorhin, da habe ich ja gedacht, mein Gott, die FDP überholt ja jetzt die AfD im Populismus im Eiltempo, irgendwelche völlig abstrusen Anschuldigungen Richtung SPD und SPD-geführtes Landesministerium, abgesehen davon, dass wir nicht gemeinsam aus dieser Krise kommen, wenn der eine immer auf den anderen zeigt und sagt, ihr im Land müsst das irgendwie lösen, ihr in der Kommune müsst das irgendwie lösen. Es geht darum, gemeinsam seinen Job zu machen. Zu dem von Ihnen angesprochenen Gesetzesentwurf zum Gesundheitsnotstand gab es heute ein Statement. Die SPD-Fraktion hat aus der Presse zur Kenntnis genommen, dass es einen Referentenentwurf des Innenministeriums zu einem sogenannten Gesundheitsnotstandsgesetz gibt. Aus unserer Sicht ist dieser weder im Kabinett noch im Landtag beratungsreif. Davon abgesehen ist noch gar nicht klar, ob ein solches Gesetz angesichts ausreichender Regelungen des Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz überhaupt notwendig ist. Das Innenministerium sollte das Kabinettsverfahren stoppen und zusammen mit dem Fachressort und den Hilfsorganisationen grundsätzlich klären, was wir in Sachsen für ausreichende medizinische Mittel der Helferinnen und Helfer brauchen. Das ist genau diese transparente, öffentliche, gemeinsame Diskussion, von der Sie jetzt hier gerade behauptet haben. Wenn das SPD-Ministerium an dieser Stelle sagt, es wird nicht Stellung nehmen zu Dingen, die noch gar nicht diskutiert worden sind, sei irgendwas ganz Furchtbares. Das sind schlicht Fake News. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen der AfD hier sagen, wir als Stadtrat haben hier nichts zu entscheiden, nein, das ist Quatsch. Beschäftigen Sie sich mal mit dem Inhalt des Antrages. Es geht eben genau darum, und das, was Frau Walter vorhin gesagt hat, sich damit zu beschäftigen, wie wir gemeinsam miteinander aus dieser Krise kommen, wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen können, die einer gebeutelten kommunalen Wirtschaft, einer gebeutelten kommunalen Kultur, unseren Kitas, den Eltern in dieser Stadt helfen können. Das möchten wir gemeinsam als Rat mit allen diskutieren können. Herzlichen Dank. So, jetzt gibt es einen Geschäftsordnungsantrag. Herr Krüger, bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, da die fachlichen Argumente ausgetauscht und das Ganze jetzt mehr auf eine persönliche Ebene rutscht, beantrage ich Ende der Debatte.
Das ist ein Geschäftsordnungsantrag. Gibt es dazu eine Gegenrede? Herr Eisenbach. So, ich gehe davon aus, das war jetzt die Gegenrede. Dann kämen wir zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Letzteres scheint die Mehrheit zu sein. Insoweit wäre der Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. Und wir setzen damit fort in der weiteren Beratungsfolge. Und da wäre als nächster der Herr Aschenbach an der Reihe, dann Frau Filius-Jener und Herr Lommel. Hallo. Herr Krüger, ich würde Sie darum bitten, ich kann Sie nicht leiden, Sie können mich nicht leiden, das ist völlig okay, aber ich würde, ich kann jeden Einzelnen sagen, wen ich nicht leiden kann, darum geht es aber nicht. Ich fände es durchaus gut, wenn Sie den Antrag nächstes Mal, nachdem die Fraktionslosen die Möglichkeit hatten, zu reden, stellen würden, einfach der Fairness halber, sonst dürfen wir hier gar nicht teilnehmen. Jetzt noch ein paar Worte zu den Rechten. Ich finde euch wirklich amüsant. Also ihr schreit die ganze Zeit Corona-Diktatur, aber Mittel der demokratischen Beteiligung lehnt ihr vehement ab. Das verstehe ich nicht. Aber zur Rede. Hallo. Seit fast einem Jahr belästigt uns das Coronavirus bis zum Ausnahmezustand. Eben war bei diktatorischen Notständen noch die Demokratie in Gefahr und schwupps kommen wir in den Genuss von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre. Ist diese Situation wirklich die richtige Bühne, damit der Oberbürgermeister sich als großer Macher inszenieren kann und bei jeder möglichen Grundrechtseinschränkung unkontrolliert voranprescht? Bereits im April 2020 fand die erste Kritik im Wirtschen Seuchendiktator ihren zärtlichen Ausdruck. Der Oberbürgermeister erteilte sich die Absolution und wies jede Forderung nach demokratischer Beteiligung abfällig ab. Corona sei weisungsgebunden. Der Deutsche Ethikrat, eine gesetzlich selbstverordnete Autorität der Bundesrepublik, mahnte am 27. März 2020, Zitat, Krisen, so heißt es offen, heißt es oft, seien die Stunde der Exekutive. Das greift zu kurz. Die aktuell zu klärenden Fragen berühren die gesamte Gesellschaft. Sie dürfen nicht an einzelnen Personen oder Institutionen delegiert werden. Gerade schmerzhafte Entscheidungen müssen von den Organen getroffen werden, die hierfür durch das Volk mandatiert sind und dementsprechend auch in politischer Verantwortung stehen. Die Corona-Krise ist die Stunde der demokratisch legitimierten Politik. Zitat Ende. Seit fast einem Jahr lehnt der Oberbürgermeister jede Form der demokratischen Legitimation vehement ab und operiert im andauernden Krisenmodus. Und damit ist er natürlich nicht alleine. Landes- und Bundesregierung werden anscheinend auch ständig überraschend mit Umständen konfrontiert, die seit Monaten bekannt sind. Stichwort zweite Welle. Gemeinsam verkacken macht nur größere Haufen. Es wäre die Gelegenheit gewesen, alle Vorwürfe der Oberbürgermeisterleiter unter erheblichen Demokratiedefiziten zu widerlegen und das Beste und Bereichernde aus der pluralistischen Demokratie mit ihren wichtigen unterschiedlichen Perspektiven herauszukitzeln, um zu aller Dresdner Wohl die besten Entscheidungen zu treffen. Man wird ja noch träumen dürfen. Naja, stattdessen entscheidet ein Mann, der schwitzend den Überblick und die Kontenance verliert, wenn die Geschäftsordnung ein bisschen strapaziert wird. Ein Mann, der wiederholt bewiesen hat, dass ihm die Bedeutung einer Abstimmung nicht geläufig ist. Ein Mann, der noch im Dezember Verwaltungsressourcen lieber an einen Weihnachtsmarkt als an das Gesundheitsamt verschwendete. Bis schließlich, endlich war es soweit, der Bundeswehreinsatz im Inneren möglich ward. Der Wahnwitz und die Überheblichkeit zu glauben, ein Einzelner wäre allein besser in der Lage, in einer so komplexen und mit weitreichenden Einschnitten verbundenen Situation solche Entscheidungen für über 500.000 Menschen zu treffen, ohne sich die Meinung der von diesen Menschen gewählten Vertreter einzuholen,
Selbstverständlich wäre es dem Oberbürgermeister jederzeit möglich gewesen, ein freiwilliges Angebot jenseits von Anträgen, Gemeinde- und Geschäftsordnung an den Stadtrat zu richten. Der Mangel war kommuniziert. Aber es gibt seit Mitte Dezember auch Fortschritte. Der Oberbürgermeister berichtet dem Stadtrat großzügig die Leichenfüllstandshöhe und ich muss diese nicht mehr aus der DNN erfahren. Presseschelte, die Schlagzeile Todeszahlen steigen weiter in all ihren Variationen, ist zwar spektakulär, aber was sollen sie denn sonst machen? Selbst bei diesen Christen ist Auferstehung ein Wunder. Zitat am Rande, Zero Covid ist zero realistisch. Impfung hin, Lockdown her, diese Scheißseuche wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Und es ist allerhöchste Zeit, einen geordneten und unaufgeregten Umgang damit zu finden. Vielleicht gelingt es den Stadtratsfraktionen sogar, neben ihren Kabeleien unter und miteinander zu einem konstruktiven Austausch zu kommen. Und der Oberbürgermeister befasst sich nochmal intensiv mit der Bedeutung und Qualität demokratischer Grundprinzipien. Oder er denkt vielleicht doch lieber über einen Wechsel zurück in die Wirtschaft nach. Da darf man noch machen, was man will, zumindest als Chef. Ich habe gehört, Zeppeline seien wieder im Kommen, aber da vertraue ich voll und ganz Ihrem Urteil. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit Frau Filius-Jehn und dann Herrn Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mich nur kurz fassen. Ich möchte nur einen Aspekt herausgreifen, den der Jens Mattis angesprochen hat, indem er gefragt hat, warum kriegt es dieser Oberbürgermeister nicht hin, was der Leipziger Oberbürgermeister hinkriegt, nämlich mehr digitale Sitzungen. Da nehme ich jetzt Herrn Hilbert mal ausdrücklich in Schutz, weil er hat nämlich im Ältestenrat nachgefragt. Und es gibt im Ältestenrat genau zwei Personen, die gebetsmühlenartig jeden Montag sagen, mehr digitale Sitzungen, mehr digitale Sitzungen. Und das sind Frau Frohwieser und ich. Alle anderen in diesem Ältestenrat sind dagegen. Das möchte ich hier einfach nochmal sagen. Und jetzt wäre mein Appell, da auch ich genau der Meinung bin, wir brauchen viel mehr digitale Sitzungen, dass vielleicht doch alle dieser Herren, die da den anderen Fraktionen vorsitzen, mal mit ihren eigenen Fraktionen sprechen, ob das denn auch in ihren Fraktionen so gesehen wird. Ich weiß jedenfalls bei meiner wöchentlichen Forderung nach mehr digitalen Sitzungen und der Ermöglichung, da muss man natürlich alles Mögliche bedenken und es geht nicht so von einer Sekunde zur anderen, weiß ich meine Fraktion hinter mir, weil wir darüber sprechen und wir haben da ein einheitliches Bild. Also ich kann mich diesem Wunsch nur noch mal anschließen. Wenn wir das hinbekommen, sind wir an einer Stelle beim Thema Corona ein ganz wesentliches Stück weiter. Vielen Dank. So, und als nächster Redner Herr Lommel, dann Herr Hannig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, ich möchte zunächst mal auch noch mal meinen Dank an vor allen Dingen die Klinikleitung bringen, die im Gesundheitsausschuss sehr viele Stunden mit uns verbringt, uns Auskünfte zu geben. Und diejenigen, die sich zu wenig als Stadträte informiert fühlen, können ja gerne auch in diesen Ausschuss zusätzlich gehen. Es sind ja nicht verboten. Stadträte sind ja Teil der Nichtöffentlichkeit. Da kann man sich dann auch dazu setzen. Man bekommt dann alles beantwortet, wenn man es denn nicht anders erfährt. Aber das ist nicht das Thema. Ich möchte Herrn Schmidt von der CDU persönlich ansprechen, der diese Sache in Gang gesetzt hat mit den anderen von den linken Parteien. Es gab einen Beschluss, und Sie werden sich sicherlich daran erinnern, von der CDU, wo es darum ging, für die Corona, für die Wirtschaft, die kaputt gegangen ist,
oder kaputt geht gerade, auch von unserer Seite ein Zeichen zu setzen, dass wir das erkennen und dass wir das tun. Und da gab es von der AfD Vorschläge, wir hatten also viel mehr gefordert, und die CDU, ich habe das mal ausgerechnet ungefähr, haben wir gesagt, okay, die Nichterhöhung der Stadtratsentschädigungen sind ungefähr so 20.000, 25.000 Euro. Ich möchte das jetzt nicht genau nachgerechnet wissen, das wird so ungefähr stimmen. Und jetzt kommt der CDU-Kollege und macht einen Antrag, jetzt erst einmal war es ja normaler Ausschuss, jetzt ist es nur noch eine AG, aber eins ist doch auch klar, unabhängig, ob ich Geld bekomme oder nicht dafür. Bürgermeister, die Fachleute und alle die Leute, die dort kommen müssen, zusätzlich, und zwar sehr häufig, sonst rechnet es sich ja nicht, haben die ein Gehalt? Ja, müsste es abgerechnet werden? Kostet es Geld? Ja. Und ich bin der Auffassung, wir kommen ungefähr auch so in den Bereich hin, 20.000, paar 20.000, ohne dass Stadträte in irgendeiner Form partizipieren. Und wenn Ihr eigener Antrag von der CDU, den ich ohne den mal mitgetragen wurde, der nicht sehr viel ist, wenn das noch auch noch geschrottet werden soll, dann halten Sie an Ihrem Antrag fest. Und das ist wirklich eine Verhöhnung der Wirtschaft, die Sie hier betreiben mit dem Antrag, den Sie hier gestellt haben. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Hannig, dann Herr Schmählich. Lassen Sie mich kurz machen, ich weiß nicht, was Herr Schmählich noch sagen will. Eigentlich hat Herr Krüger recht gehabt, man hätte ja längst Ende der Debatte machen müssen. Ich habe auch nur deswegen nicht zugestimmt, weil mir was auf dem Herzen liegt. So wie wir uns hier verhalten, braucht diese Stadt keinen Corona-Ausschuss, sondern einen Ethikausschuss. Weil während wir hier ernsthaft debattieren, kommentiert Stadtrat Aschenbach auf Twitter live, ich zitiere, boah, irgendwie bekommt die Stadtratssitzung heute keinen Drive. Corona hat keine Überraschung mehr zu bieten. Und dann weiter, Optik, damit sind Sie gemeint, Herr Hilbert, Vaginen lieber mag als Pimmelchen, weiß ich immer noch nicht. Ich habe die Nase voll von diesen billigen Auseinandersetzungen und ich finde es scheiße, richtig scheiße, entschuldigen Sie, dass ich als Anwalt das Wort Scheiße in den Mund nehme, dass wir uns als Stadträte mit so einem Müll auseinandersetzen. Lassen Sie uns abstimmen über Ausschuss, ja oder nein, und lassen Sie endlich aufhören, in dieser Krise uns immer politisch anzugreifen, und Ihren billigen Mist will ich eigentlich gar nicht mehr lesen, es ist zu peinlich. Das ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft, was Sie machen, Herr Aschenbach. Nächste Wortmeldung, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte meine Haushaltsrede im letzten Monat unter das Motto gestellt, Dresden rückt zusammen, vor dem Hintergrund der Krise. Wenn ich mir diese Diskussion hier heute angucke, und zwar nicht die inhaltlichen Differenzen, sondern die Art und Weise, wie sie geführt wird, muss ich sagen, das war eine vage Hoffnung, die ich da formuliert habe, die konterkariert wird durch das, was hier heute diskutiert und wie diskutiert wurde. Ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dieser Stadtrat sich mit der Vorstellung der Antragsteller auseinandersetzt, dass gerade in der Krise unsere Aufgabe als Mittler zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Verwaltung, als Interessensvertreter der Bürgerinnen und Bürger, als Forum, als Gremium, welches auch vermitteln soll, dass diese Frage ernsthaft besprochen wurde. Stattdessen stellt sich ein Herr Genschmeier hin, also da fehlen mir schon fast die Worte, der in der Aktuellen Stunde kein gutes Haar an der Corona-Politik dieses Oberbürgermeisters ließ, aber hier dann in dieser Debatte sagte, ich muss jetzt mal loben und es war alles prima. Ja, wollen Sie uns einfach für blöd verkaufen, Herr Genschmeier? Das hat doch jeder erkannt. Das hat doch jeder erkannt. Und ich sage mal in aller Deutlichkeit, ja, Sie können da gerne zwischenblöken, das macht mir mittlerweile nichts mehr aus, dass wir eigentlich als Stadtrat unser Selbstbewusstsein auch in dieser Frage hier meines Erachtens ernsthafter hätten diskutieren müssen. Und ich sage mal in aller Deutlichkeit,
Es gibt Stadträte und es gibt Städte, in dem es eine enge Kooperation zwischen Administration und eben auch den Bürgerinnenvertretern gibt. Komischerweise, in Rostock ist das so, ja, komischerweise ist dort zum Beispiel der Druck von der Straße, also interessant, dass hier sich gerade diejenigen, die am meisten sozusagen Verständnis für die Schwurbler haben, diejenigen sagen, wir brauchen aber kein Gremium, in dem wir über diese Fragen diskutieren. Es ist wirklich ein bisschen schizophren. Und es gibt Städte, wo man die Anregungen des Stadtrats sehr ernst nimmt und vielleicht auch über das gesetzliche Maß hinaus die eine oder andere Initiative ergreift. Rostock ist das Stichwort gefallen, ich könnte auch Tübingen nennen. Dort hat man zum Beispiel durch Initiativen, die aus dem Stadtrat gekommen sind, gemeinsam mit der Verwaltung sehr schnell und sehr frühzeitig den Sommer genutzt, um zu handeln. Vielleicht hat dort die Partizipation des Stadtrates Menschenleben gerettet. Und diese Dimension des Antrages wurde hier überhaupt nicht gewürdigt. Und deshalb würde ich darum bitten, weil ich eigentlich der Auffassung bin, übrigens von Herrn Mattes, der Ursprungsantrag war der bessere, dass wir hier heute nicht an diese Initiative sozusagen beerdigen. Und ich würde wirklich darum bitten und ich würde auch den Oberbürgermeister auffordern, jetzt endlich initiativ zu werden und den Stadtrat auf diese Art und Weise auch als wichtiges Beratungsgremium zu nutzen. Vielen Dank. So, nach meiner Liste ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Wird das Schlusswort des Einreichers gewünscht? Herr Kanewski, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, auch das gehört dazu, dass Sie mich noch eine Runde aushalten müssen an der Stelle. Ich gebe mich inzwischen nicht mehr der Illusion hin, dass wir, um ehrlich zu sein, war es auch in vielen Teilen keine wirklich gehaltvolle Debatte, uns hier gegenseitig noch überzeugen. Die Frage, Sie haben angefangen, können wir noch mal irgendwann diskutieren. Ich weiß nicht, wo ich heute in meinem Redebeitrag irgendetwas angefangen habe, was das hier gerechtfertigt hätte, diese Ausfälligkeiten, aber sei es drum. Ich will auf drei Punkte eingehen, die hier in der Debatte gekommen sind, die mir leider zeigen, dass weder der Antrag zum Sonderausschuss noch die Kompromissvariante wirklich gelesen wurden. Das ist der eine Punkt, der negiert wurde in Ziffer 1. Die Qualität, das Neue, ist die Öffentlichkeit dieses Punktes. Die ist bisher nicht gegeben. Ich bin in meinem ersten Redebeitrag darauf eingegangen, wäre ich nicht niedergeschrien worden, hätten einige es vielleicht auch gehört. Der zweite Punkt ist die Regelmäßigkeit, und zwar eine andere Regelmäßigkeit, die die AG an den Tag legen könnte, weil wir kurzfristiger miteinander kommunizieren könnten, weil wir nicht im Turnus der 3 Wochen des Stadtrates oder der Ausschüsse gebunden wären, sondern regelmäßiger miteinander sprechen würden. Und der dritte Punkt ist die digitale Durchführung der Sitzung. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich mal ganz ehrlich sagen, also wenn uns hier von allen Seiten vorgehalten wird, dass wir neue Sitzungen fordern, wie ist denn das mit Hygienemaßnahmen, dann ganz ehrlich, das ist doch das beste Indiz dafür, dass Sie über die Überschrift hinaus nicht gelesen haben. Ich würde mir, und das sind ja so Wünsche, die jetzt in letzter Zeit hier häufig im Stadtrat vorgetragen werden, ich würde mir wünschen, dass wir im Zweifelsfalle auch mal wieder zu einer anderen Kompromissfähigkeit und Dialogfähigkeit kommen. Ich sage es nochmal, wir haben den Antrag und auch die Änderung als Kompromiss vorher kommuniziert. Wir haben reingeschrieben, sprechen Sie uns an, lassen Sie uns kommunizieren. Die einzigen, die substanziell mit einer Änderung geantwortet haben, war die CDU, was ich gut finde. Wir werden jetzt gleich darüber abstimmen. Es ist völlig legitim, so ein Anliegen als nicht notwendig zu erachten oder als notwendig zu erachten. Aber das, was hier gerade eben passiert ist, ist meines Erachtens der Pandemiesituation absolut nicht angemessen gewesen. Und Stadträtinnen und Stadträten, die Ernsthaftigkeit abzusprechen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das finde ich tatsächlich sehr, sehr fragwürdig. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, dann wollen wir mal zur Abstimmung schreiten. Wir haben 2 Ersetzungsanträge. Zunächst den Ersetzungsantrag, den ich als den weitergehenden finde,
der eigentlichen Einrichter, also der Gruppe von Stadträten, und dann als etwas weniger weitgehend den Ersetzungsantrag der CDU. Deswegen wäre das die Reihenfolge, wie ich es abstimmen würde. Wenn natürlich ein Ersetzungsantrag mit einer entsprechenden Mehrheit beschlossen ist, ist beschlossen. Und ansonsten, wenn keiner der Ersetzungsanträge eine Mehrheit bekommt, würden wir dann über den federführenden Ausschussbericht abstimmen. Das wäre jetzt die Reihenfolge des Vorgehens. Wer dem Ersetzungsantrag der Gruppe von Stadträten zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen bei 12 Enthaltungen, wäre damit abgelehnt. Wir kämen damit zum Ersetzungsantrag CDU. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen wäre auch abgelehnt. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen wäre der federführende Ausschussbericht abgelehnt. Und jetzt muss ich mal gucken, das heißt dann eigentlich über einen Antrag abstimmen, aber der ist eigentlich identisch mit dem federführenden Ausschussbericht, aber ich glaube, wir machen es sinnvollerweise nochmal. Also wer für den Originalantrag ist, der müsste sich jetzt melden. Und Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Also es bestätigt sich auch vom Stimmergebnis her. Der Antrag ist mit 34 Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen abgelehnt. Damit wären wir durch alle Tagesordnungspunkte des heutigen Abends durch. Ich darf mich herzlich bedanken, Ihnen einen schönen Feierabend wünschen und guten Nachhauseweg. Bleiben Sie gut gesund.